Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich sollte mir das mal wieder abgewöhnen. Was im letzten Part passiert ist, habe ich mir jetzt auch mal wieder abgewöhnt. Das könnt ihr euch angucken. Und jetzt werden wir uns erstmal mit Varric unterhalten, der einen Freund eingeladen hat. Wenn das der ist, der wo alle denken, das ist der, dann muss ich schmunzeln. Weil das ist eine Sache dann, die echt selten in anderen Rollenspiel passiert. So, Varric. Da oben steht er ja. Komme. Heps. Heps. Eigener Champion von Kirkwall. Ja, tatsächlich. Das ist jetzt der Faktum, der so genial ist auch dem Spiel. Wir werden nämlich jetzt unseren Charakter aus dem zweiten... also normalerweise, wenn wir den zweiten Teil gespielt haben, wir treffen den Hauptcharakter jetzt aus dem zweiten Teil. Und das finde ich einfach genial. Und zwar auch so, wie man ihn gestaltet hätte. In den Punkt. Und deswegen, wir haben ihn ja ein bisschen gestaltet. Wir haben uns ja für einen ausgesucht. Und deswegen, auch mit eigener Entscheidung, von daher... Geht's los. Was? Aussehen anpassen? Wieso soll ich das denn anpassen? Machen wir mal so. So. Hä? Anscheinend, weil wir noch keinen gestaltet hatten, sondern einfach nur aus dem Teppich genommen haben. Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Corypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Ja. Ihr habt den Bastard unter einem Berg begraben. Dagegen verblasst alles, was ich euch erzählen könnte. Oh, ich weiß nicht. Ihr habt eine Stadt vor einer Horde Kunari gerettet. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Oder gibt es hier eine Horde Kunari, von der ich nichts weiß? Es gibt einen Kunari. Er geht beinahe als Horde durch, ist aber zum Glück auf unserer Seite. Na dann, was wollt ihr wissen? Varric sagt, ihr hattet schon mit Corypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Corypheus hat also die Venatori, die Roten Templer und jetzt vielleicht auch die Wächter. Wunderbar. Ich bringe nicht nur schlechte Nachrichten. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Corypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Wenn ihr nichts von Corypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzen ein seltsames Lyrium. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Rotes Lyrium, sagt ihr. Das hat Corypheus benutzt, um die Templer zu seinen Sklaven zu machen. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Mhm. Wenn Corypheus die Wächter korrumpiert hat, ist es vielleicht zu spät, sie zu retten. Verstehe. Ich werde tun, was nötig ist, um ihn aufzuhalten. Corypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor. Hm. Ah. Ihr habt gesagt, ihr dachtet, ihr hättet Corypheus getötet. Die Grauen Wächter hatten ihn eingesperrt. Sie benutzten das Blut meines Vaters für ein Ritual, um ihn in seiner Zelle zu halten. Doch er konnte noch immer ihre Gedanken manipulieren und hetzte sie auf mich. Und ich dachte nicht nur, ich hätte ihn getötet. Als der Kampf vorbei war, lag er tot vor mir auf dem Boden. Vielleicht brachte ihn seine Verbindung zur Verderbnis zurück. Oder seine alte Magie aus Tevinter. Jedenfalls war er tot, das schwöre ich. Hat aber anscheinend nicht so gut geklappt, wa? Wohin seid ihr nach der Rebellion der Magier gegangen? Es hieß damals, die Kirche könnte versuchen, die Rebellion mit einem erhabenen Marsch auf Kirkwall niederzuschlagen. Ich hatte gehofft, wenn ich gehe, würde ich Leben retten und die Göttliche zwingen, ihre Truppen aufzuteilen, um mich zu jagen. Aber das hätte ich mir ebenso gut sparen können.
Wenig später rebellierten alle Zirkel und der erhabene Marsch fand nie statt. Ich wüsste gerne mehr über Anders. Wie war er? Ich weiß nicht, ob es je nur einen Anders gab. Er war verrückt. Am Ende war nichts mehr in ihm, außer dieser kranke Drang, einen Krieg zu entfesseln, den niemand gewinnen konnte. So wie als jetzt, ne? Es heißt, ihr hättet Familie und Freunde in Kirkwall. Wo sind sie jetzt? Meine Schwester ist eine graue Wächterin. Ich habe meine Freundin Evelyn gebeten, sie möglichst weit von Orlais wegzubringen. Als alle Wächter begannen, sich seltsam zu verhalten, musste ich meine Familie in Sicherheit bringen. Meryl hilft Elfenflüchtlingen, die durch den Krieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Das wollte ich ihr nicht nehmen. Meryl hat lange genug an meiner Seite um ihr Leben gekämpft. Ich nehme an, Varric hat euch über die Inquisition ins Bild gesetzt. Was hat er über mich gesagt? Nur Gutes, das versichere ich euch. Ich war wirklich überrascht. Varric ist an sich kein großer Freund der Religion, aber von der Inquisition hält er sehr viel. Die macht die Sauerei des Blondschopfs weg. Ich denke, das waren seine genauen Worte. Blondschopfs? Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns im Kammwald. Okay, gut. Dann haben wir jetzt einiges zu tun. Erstmal im Ratsraum. Worum kümmern wir uns denn als erstes? Gehen wir erstmal diese Geschichte mit den Wächtern nach? Oder es wäre eigentlich schlauer, erst dies mit den Wächtern nachzugehen, weil die Hauptstory in Orlais ist ja wieder so, dass in der Story weitergeht. Und das mit den Wächtern hat ja auch viel zu tun. So. Achso, wir müssen öfters mal hier reinkommen, dann kriegen wir anscheinend Lieder zugesagt. So. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zu unserer lieben Frau Montellier. Montellier. Ah, guck mal, Varric steht hier. Hi! Womit kann ich dienen? Ich habe Fragen zu Ork. Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen. Achso, das hatten wir ja schon mal. Nur zu, schieß los. Nichts. Ich will mal kurz mit jemand anderes reden. Wir können ja Cassandra mal... Wollen wir Cassandra wirklich erzählen, wen Varric da angeschleppt hat? Also mir würde zumindest ihre Meinung mal... Ihre Meinung würde mich interessieren, weißt du? Wisst ihr? Wenn ihr das sagt. Ja, das sage ich. So, Cassandra. Was sagst du denn zu Hawk? Was? Ihr habt immer gewusst, wo Hawk war. Huh? Da habt ihr verdammt recht. Ihr verlogenes kleines Aas. Was? Ihr habt mich entführt. Ihr habt mich verhört. Was hattet ihr denn erwartet? Was zum Teufel? Ich misch mich da lieber ein, ey. Hey, das reicht jetzt. Ihr stellt euch auf seine Seite? Ich sagte, es reicht! Wir brauchten jemanden, der die Inquisition anführt. Als erstes haben Liliana und ich nach dem Helden von Ferelden gesucht, aber er war verschwunden. Dann suchten wir nach Hawk, aber auch sie war fort. Wir dachten, das alles hinge zusammen, aber nein. Ihr wart dafür verantwortlich. Ihr habt sie vor uns versteckt. Die Inquisition hat doch einen Anführer. Hawk wäre beim Konklave gewesen, wenn irgendjemand ihre Heiligkeit hätte retten können. Das ist nicht Varric, ihr Bastard. Varric ist nicht verantwortlich für das, was beim Konklave geschehen ist. Ich habe meine Freundin beschützt. Yep. Varric ist ein Lügner, Inquisitor. Eine Schlange. Selbst nach dem Konklave, als wir Hawk am dringendsten brauchten, hat Varric uns ihren Aufenthaltsort verschwiegen. Aber jetzt ist sie da. Wir stehen auf derselben Seite. Wir alle wissen, auf welcher Seite ihr steht, Varric. Und es wird nie die der Inquisition sein. Das ist unfair. Das hier ist eurer unwürdig. Ich sollte nicht darüber nachdenken, was hätte sein können. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Geht, Varric, bitte. Geht einfach.
Wisst ihr, was ich denke? Wäre Hawk im Tempel gewesen, dann wäre sie jetzt ebenfalls tot. Ihr und euresgleichen habt ihr schon genug angetan. Ich habe ihm geglaubt. Er hat mir irgendeine Geschichte erzählt und ich habe sie geschluckt. Hätte ich ihm nur erklärt, was auf dem Spiel stand, es ihm begreiflich gemacht. Aber das habe ich nicht, oder? Ich habe ihm nicht erklärt, warum wir Hawk brauchten. Ich bin solch eine Närrin. Nehmt es nicht so schwer. Ich mag euch immer noch. Ich meine es ernst. Denkt ihr, ich nicht? Ihr sollt wissen, dass ich nichts bedauere. Hätten wir Hawk oder den Held von Ferelden gefunden, wäre der Erbauer vielleicht nicht gezwungen gewesen, euch zu uns zu schicken. Aber er hat es getan. Ihr seid nicht das, was ich erwartet hatte. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann, dass ich nicht das Geringste weiß. Ach, Cassandra. Sie hat da, also ein bisschen kann ich das verstehen. Cassandra hatte unglaublichen Druck gehabt, weißt du. Sie musste die Inquisition irgendwie anführen lassen und so. Und naja, der Tod von Justinia, also ich kann das schon verstehen, aber Varric dafür verantwortlich zu. Und Varric hat so viel für uns schon getan. Braucht ihr etwas? Wir können sonst nicht gerade hier mit ihr reden. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Ach, Cassandra. So, dann wird es mal Zeit, dass wir in den Kriegsraum gehen. Kriegsratraum. So, ich hatte jetzt eigentlich noch entschlossen, dass ich nach dieser Folge vielleicht noch eine Runde Cosparty aufnehme. Aber nein, ich nehme heute wir nur noch... Nicht gegen einen Gott kämpfen. Doch, können wir. Ich nehme heute einfach nur noch Dragon Age Inquisition auf. Hab gerade richtig Bock drauf. Können wir mit ihr dann noch reden? Ist es wahr, Inquisitor? Ist das Mal auf eurer Hand die Folge von Corypheus Magie? Corypheus hat behauptet, es wäre ein fehlgeschlagener Zauber gewesen. Ich wollte es als eine Segnung sehen. Als ein Zeichen, dass der Erbauer zu seiner Schöpfung zurückkehrt. Ach. Wie blauäugig von mir. Vielleicht war es aber, es ist magisch, nicht göttlich. Der Anker ist nichts weiter als das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Zaubers. Zumindest hattet ihr das Glück, ihn Corypheus nehmen zu können. Mhm. Tut er weh? Der Anker, meine ich. Es sind keine Schmerzen. Es ist eher, als würden meine Nerven Feuer fangen. Das klingt ausgesprochen unangenehm. Ein Problem bedarf eurer Aufmerksamkeit, Inquisitor. Was denn? Einige adlige Anhänger der Kirche in der Stadt Jada beschuldigen euch, für den Tod der Göttlichen verantwortlich zu sein. Sie sind ungewöhnlich gut organisiert. Ich würde empfehlen, jemanden nach Jada zu schicken, um die Angelegenheit zu klären. Klar. Würde mir irgendjemand glauben, dass ich die Göttliche nicht getötet habe? Vielleicht, wenn sie von euren Heldentaten erfahren. Wir sollten betonen, wie ihr verhindert habt, dass die Bresche den Himmel verschlingt. Selbst in Jada könntet ihr dafür etwas Bewunderung ernten. Was haben die Adeligen davon zu behaupten, ich hätte Justinia ermordet? Einen Sündenbock zum Beispiel. Allerdings frage ich mich, ob die obersten Klerikerinnen hinter der Sache stecken. Möglich. Alle direkten Nachfolgerinnen der Göttlichen sind beim Konklave umgekommen. Der Rest war nicht würdig genug. Sie könnten euch als Konkurrenten im Ringen um Einfluss betrachten. Wenn wir in der Gegend Truppen patrouillieren lassen, überlegen es sich die Leute zweimal, mich zu verleumden. Ein gewagter Schritt. Allerdings würde er aller Welt zeigen, welche militärische Macht wir haben. Yep. Was war das denn? Achso, wie sind wir ein Level up in dieser Inquisition? Was kann ich für euch tun? Gibt es was mehr? Wer kennt ihr denn? Erzählt mir von euch. Was sind eure Aufgaben? Hierher geführt. Gut. Auf ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Wir werden eben das gleiche mit denen besprechen. So, ab in den Kriegsratraum. Und hier sind voll die Löcher noch in der Wand. Das ist nicht ein bisschen ungünstig, wenn wir da schon so einen geheimen Raum haben. So. Dödö. So, dann gucken wir uns doch mal die Karte etwas an. Wir haben erstmal noch ein Level up. Geheimnis, ich will immer noch... Oh, können wir jetzt, Geschickte? Gut, jetzt können wir nämlich... schwierige Schlüssel... Ach du Schande, das ist ja viel aufgetaucht. So, erstmal hier...
Hab Dank für die rechtzeitige Warnung vor der Gefahr, in der die junge Monet beschwebte. Wie ihr sicherlich bereits gehört habt, ist Lady Carolina für den Versuch eines derart würdigen Angriffs auf eine junge Dame in Ungnade gefallen, woraufhin sie sich beschämt aufs Land zurückgezogen hat. Die junge Herzogin selbst ist sich vollkommen bewusst, dass sie ihren Titel euch zu verdanken hat und hat deshalb die Stadt Lydus der Sache der Inquisition verschrieben. Schön, Ahnenschild von Lydus. Ah, ich hatte ein äußerst ergiebiges Treffen mit der ehrwürdigen Mutter Anastasia. Sie selbst, die selbst kein Verlangen nach dem Sonnenthron hegt, aber auch nicht will, dass die oberste Klerikin Iona ihn besteigt. Sie stammen beide aus Nevarra, weshalb ich denke, dass zwischen ihnen böses Blut herrscht. Jedenfalls waren ein paar Gefälligkeiten ausreichend, um Anastasia die Macht zu geben, Iona äußerst überzeugend in ihre Schranken zu weisen. Die Angelegenheit wird als erledigt betrachtet und die ehrwürdige Mutter hat uns als Zeichen der Anerkennung einige Geschenke zukommen lassen. Schick. Könnt ihr veranlassen, was wir besprochen hatten, Botschafterin? Ja, ich habe das Geld aufgetrieben. Die Inquisition wird die Familien derer entschädigen, die wir in Häfen verloren haben. Ich danke euch. Mit Hasmals Tempel, Kommandant Cullen. Die Lage in Hasma hat sich dank der Inquisition stabilisiert. Ich habe unter euren Leuten einige Templer ausgemacht. Die Nachricht ist angekommen. Es gibt größere Probleme, mit denen wir uns befassen müssen. Unter welchen Namen wir das tun, ist eigentlich egal. Hasmals Templer werden der Inquisition die Treue schwören und stets zu Diensten sein. Sehr schön. Dankeschön. Oh Gott, haben wir viele Missionen offen. Die Arkanistin gewinnen, Orsamas Freundschaft erringen, der Preis der Macht. Spezialisierung des Inquisitor? Ich kann zwar für die Ausbildung unseres Rekruten garantieren, aber sollte der Inquisitor tatsächlich von einem Untergebenen trainiert werden, er ist schließlich eine Lichtgestalt, die in uns allen Hoffnung. Okay. Huch. Wir haben die Besten der Besten hier versammelt. Das Training mit diesen Spezialisten wird gewährleistet, dass die Trägchen nicht leiden. Ach, das klingt gut. Ressourcen der Hinterlande. Verpflichtung im Sinne der Ressourcen des Fallbruchs. Die Sache geklärte. Nun, damit ist die Sache geklärt. Wir kämpfen gegen einen Magister, die dunkle Brut, der die Kontrolle über etwas hat. Da kann mir niemand mit den Argumenten kommen, dies sei keine Verderbnis. Wir haben Blackboard-Verträge und wir haben keinen Anlass. Feders wird sich leicht überzeugen lassen. Gut. Cullen. So. Wir stehen euch zu Diensten. Du lass mal da. Mehr für die Templer, Schatten über Devonram, Gerüchte über Maleficare, der A von Radcliffe. Händlerprinzen geht nicht, weil das kann anscheinend nur Denkmal für Haven. So, wir gehen mal nach Orlais. Adel vernichtet. Allianzen, Beobachtung der Paz-Situation, Pflicht oder Wahrheit, der Celestinensee. Aber wir haben auch viele Ebenen hier wieder freigeschaltet. Die Schlange von Nevarr. Nachforschung, Jägersturz anstellen. Eine Freundin Karnis. Da. Es ist so gekommen, wie es erwartet wurde. Infolge der Tode derart vieler verbündeter Namen und des Ausstiegs der Inquisition versuchen nun zahlreiche Adelshäuser ihre Aussichten zu verbessern, indem sie eine eigene Allianz schmieden. Im Moment jedoch scheinen sie sich in Streitereien über Führungspositionen zu verlieren. Es wird noch lange dauern, bis auch nur eines von ihnen unsere Position gefährden kann. Ach, dann lassen wir das doch mal. Dann wollen wir doch mal sehen. Viel Spaß, Linja. Ist Celestine sie beschäftigt? Schlange von Nerara. Adel vernichtet. Kommandant Cullen. Meines Wissens wart ihr in der Farrenfolds-Schanze der militärische Oberbefehlshaber der Inquisition. Die Sicherheit der Zivilisten, die ihren Einfluss für eure Organisation geltend gemacht hatten, lag also in eurer Verantwortung. Mein Bruder Leontin Pontival, hat bei dem Debakel sein Leben verloren. Ich fordere euch daher als Ehremann auf, mir für seinen Tod binnen Wochenfrist in Valerios Satisfaktion zu gewähren. Nun, Kalle. Machen wir uns an die Arbeit. Dann gute Reise. So, böse Augen, böse Herzen, das ist ja die Mission für Dings. Die Wächter finden. Ja, das wollte ich als erstes jetzt machen. Hawk hat erklärt, dass Corypheus den Verstand grauer Wächter beeinflussen kann. Wenn die dunkle Brut sie unter seine Kontrolle bringt, hätte er eine Legion perfekt ausgebildeter Krieger. Die Inquisition muss Hawks Wächterfreund aufspüren, der sich in Kammwald versteckt hält, um mehr über die Pläne der anderen Wächter in Erfahrung zu bringen. Niemand hat Kammwald seit der Bresche betreten oder verlassen. Liliana schickt ihre schnellsten Spionen, um herauszufinden, welche Katastrophe sich dort ereignet. Werden wir gleich machen. Ich möchte mich kurz mal was machen.
Und zwar haben wir jetzt so Spezialisten hier angefordert für uns. Und da würde ich gerne wissen, was denn unser Charakter jetzt lernen kann. So. Und danach werden wir uns nach Kammwald begeben. Machen wir die Quest mit den... Zwischensequenz? Hallo? So. Inquisitor. Hallo. Habt ihr gerade die Dings gesehen hier? Ja? Wo denn? Ich finde mal schön, wenn die Antwort. Kallen. Wo sind denn die Spezialisten jetzt? Quest. Hier. Kriegsraum. Ah, hier. Müssen wir irgendwie hoch. Hallo, Kallen. Bin sehr gespannt, was wir denn lernen können. Hallo, Sarah. Ich fühle mich gerade so, als wenn ich im Kreis laufen würde. Da ist ein Fragezeichen. Warum ist da ein Fragezeichen? Wir müssen auf jeden Fall noch eine Etage höher. Huch. Was ist denn das da für ein komisches X auf der Karte? Habe ich jetzt irgendwie ein X da reingepackt? Guck mal hier. Huch. So. Ich muss eine Etage höher. So. Cassandra? Inquisitor. Ja. Das wäre vorerst alles. Dann bis dann. So. Wir müssen eine Etage höher. Um da zu den Spezialisten zu gelangen, den Ausbildern. Kein Bock durch den Raum zu gehen, ich gehe hier über die Mauern. Ratsraum. Ah, jetzt sind wir genau unterm Ratsraum. Toll. Geht's nicht weiter. Oh Mann. Bam, bam, bam. Dann laufen wir jetzt mal über den hohen. Ah, Alter, ein Schloss mitten in verschneiten Bergen. Wo kaum was hinkommt. Ja. Geronimo. Dam, dam, da. Auch hier geradeaus. Ja, ich habe die Axt im Bett gerade rechts gesehen. Da ging es anscheinend heiß her. Da ist noch ein Trümmern hier. Eine komische Sache. Was denn? Als ich nach unten gegriffen habe, war mein Dolch nicht mehr da. Er war einfach weg. Und wie? Wisst ihr, wo ich ihn gefunden habe? Nee. In einem Fass. Das Ding war randvoll mit Dolchen. Was? Aber das Seltsamste daran ist, ich erinnere mich noch, dass ihn mir jemand vom Gürtel genommen hat, aber ich weiß einfach nicht mehr wer. Cool. Hoch. Ein schick gestalteter Raum. So, hier sollen sie drin sein. Hallo. Oder eher vor der Tür. Hallo. Tür auf. So. Brecherin Fram. Dann wollen wir euch mal ansehen. In Ordnung. Ihr werdet es überleben. Vielleicht. Was? Und wer seid ihr? Ich bin eine Brecherin. Mein Name ist Fram. Und ich hatte nicht mit einem Boten von diesem Ort hier gerechnet. Der Inquisitor will also ein Plünderer werden? Ha! Seid ihr ein Mitläufer? Mitläufer eignen sich nicht. Es ist nicht der richtige Weg für jene, die sich darum scheren, was andere denken. Ihr wollt Macht? Dann steht dazu. Ihr habt Schlachten zu gewinnen. Wenn ihr gut dastehen wollt, könnt ihr eure eigene Geschichte schreiben, nachdem ihr gesiegt habt. Hm. Also lasst uns keine Zeit vergeuden. Ihr habt Drachen zu bezwingen, Tränke herzustellen und Blut zu trinken. Ich muss Drachen bezwingen? Zu was wird mich das befähigen?
Dazu nicht einfach nur zu siegen, sondern zu triumphieren. Eure Siege werden blutig sein. Je mehr eure Gegner schwinden, desto mächtiger werdet ihr. Je mehr sie an ihren Sieg glauben, je mehr ihr blutet, desto größer wird euer Triumph sein. Ihr wollt eine Inspiration sein? Seid eine Inspiration des Schreckens. Okay. Was haben denn Drachen damit zu tun? Drachen sind das Herz all dessen. Das schlagende Herz. Wir nehmen es dem Drachen und werden dadurch mehr als nur Sterbliche mit Schwertern. Wir werden zu einer Verbindung zur Macht, sind aber keine Magier. Dämonen können nach uns greifen, finden aber keinen Halt. Sie sind Sklaven der Klinge, eurer Klinge. Okay. Das klingt, als gäbe es dabei zahlreiche Risiken. Es gibt keine Risiken, sondern lediglich ein Versprechen. Wenn ihr diesem Weg folgt, werdet ihr euch verändern. Mhm. Ihr könnt dieses Leben niemals hinter euch lassen. Doch anders als bei den Grauen Wächtern oder den Templern, verzehrt es euch nicht. Ihr sterbt nur, wenn ihr versagt. Bis dahin erwartet euch einzig und allein der Ruhm. Gut, ich gehe aber mal kurz weg. Ich werde diese Entscheidung nicht jetzt treffen. Herold? Ja? Das heißt, ihr wollt euch weiterbilden, um jene, die euch folgen, nicht zu blamieren. Ich wurde hierher gerufen, um euch in den körperlichen Aspekten der Templerausbildung zu unterweisen. Ich bin Sir. Sir, was? Sir. Unsere Zeit ist knapp bemessen, Herold. Kann ich davon ausgehen, dass es euch ernst ist? Er will uns also Templer lehren? Nein. Ich bin noch nicht so weit, aber ich komme wieder. Und du? Inquisitor, wie schön. Jeder Bänkelsänger würde sich alle 10 Finger danach lecken, diesem Aufeinandertreffen beiwohnen zu dürfen. Ich bin Lord Chancé de Lyon. Und ich bin hier, um euch dabei zu helfen, die Herzen der Leute mit Ehrfurcht zu erfüllen. Ich werde euch zu einem Champion machen. Zum Champion? Ihr könnt mich zu einem Champion machen? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Gut mitgedacht. Ich kann euch die äußerlichen Anforderungen lehren. Doch es ist vor allem meine innere Haltung. Mhm. Ein Champion zu sein bedeutet einerseits ein Anführer zu sein, andererseits aber auch bekannt zu sein. Und respektiert. Selbstverständlich ist das in eurem Fall eine reine Formalität. Eine Kleinigkeit und gänzlich überflüssig, da ihr ja bereits eine Nation anführt. Sobald ihr eure Standarte habt, werdet ihr andere befehligen, als ob ihr dafür geboren wäret. Was natürlich auch der Fall ist. Was sind Nachteile meiner Standarte? Es gibt immer einen Preis. Wo also liegt das Risiko? Die dunkle Zukunft all jener, deren Leben das Schwert ist. Wenn ihr einen Förderer bräuchtet, würde ich euch dringend empfehlen, eine kluge Wahl zu treffen. Die Fehler anderer haben schon viele den Kopf gekostet. Mhm. Ihr jedoch, ihr seid selbst eine Autorität. Ihr seid bereits ein Anführer und ich wage zu behaupten, eure derzeitige Aufgabe birgt genügend Risiken. Mhm. Wo also liegen die Gefahren einer Zukunft, in der ihr euch als Liebling des Volkes zurückzieht? Nun, seid ihr vielleicht gegen Seide allergisch? Es ist gut, ein Champion zu sein. Ich muss aber sagen, mir gefällt das. Also ich lege mich noch nicht fest. So, enttäuscht euch nicht selbst, Inquisitor. Das ist das Einzige, was ein Plünderer nicht tun darf. Also lasst uns keine Zeit vergeuden. Ihr habt Drachen Tränke herzustellen und Blut zu trinken. Gut. Also gut. Sagt mir, was ich tun muss. Gerne. Es gibt Anweisungen. Es gibt verschiedene Schritte. Am Ende steht eine Wahl. Ich freue mich auf das, was ihr sein werdet, Inquisitor. Okay. Gut, wir müssen anscheinend Materialien sammeln. Ihr wisst, was zu tun ist, Herold. Ihr werdet einen Harras herstellen, seine Auswirkungen ertragen und euch der Erleuchtung als würdig erweisen. Wie ihr dies durchsteht, wird eure Sache sein. Ach ja, er will uns ja. Er will uns ja zum Templer machen. Ich bin noch nicht so weit, aber ich komme wieder. Ihr verzögert nicht nur euren Ruhm, Inquisitor, sondern auch den, die ihr inspiriert. Gut. Nun denn, Lob. Selbstverständlich seid ihr das. Ihr wart es schon immer. Was euch erwartet, ist reine Formsache. Okay. Es gibt einen bestimmten Ablauf.
Ihr stellt... Und vergesst nicht, es... Herrschaftliche Wappensymbole, Viridium. Gut. Aber machen wir, ich glaube, ich nehme mal alles an. So, hey. Ihr wisst, was... Ja, wird eure Sache sein. In... Das sagen sie hier. Doch seid euch bewusst... Ist gut. Gut, okay. Also müssen wir erstmal Materialien sammeln, bevor wir was machen können. Oh, hier ist eine Quest. Blackboar. Breakout und Quest? Ich habe Gerüchte gehört, dass es in dieser Gegend überall verlassene Lager der Wächter geben soll. Wenn wir Zeit dafür haben, würde ich mir das gern einmal ansehen. Vielleicht finden wir auch noch irgendetwas Brauchbares. Klar. Barracks Freundin Hawk meinte, es gebe Hinweise, die grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Korypheus. Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind. Fühlt ihr euch denn gut? Ihr hört keine Stimmen oder etwas in der Art? Falls ich anfange, seltsame Dinge zu hören, seid ihr der Erste, der davon erfährt. Versprochen. Dankeschön. Gut. Ne? Nichts im Moment. Vielleicht später. Gut. Lesen. Ich muss einfach bringen, um die... Werde mich, glaube ich, gleich mal in der Aufnahmepause ein bisschen mit den Wegen zu beschäftigen, damit ich weiß, welcher für uns noch eigentlich das Beste ist. Jetzt gehen wir erstmal zurück in den Kriegsraum. Ich brauche euch nicht, Schwester. Oh, haben wir schon mit dir geredet? Danke für Haven und eure Bemühungen in Theronfall. Ich bin entschlossen, euer Gnaden zu dienen. Ah ja, die haben wir auch gerettet gehabt. Lysette. Das ist eine der Veteranen der Templer, ne? Sacred? Ihr bekommt einen Titel und mir treten sie in den Arsch. Großartig. Ich meine, danke für mein Leben. Stets zu Diensten. Schwer dich mal nicht. Du wärst bei der gestorben, Kollege. So. Dann wollen wir doch jetzt mal den Kammwald begrüßen, wa? Was sagt der Gesang dazu? Das weiß ich nicht, was er gesagt hat. Leute, wir haben viel zu viel Zeit schon hier in der Burg verbracht. Wird Zeit, dass wir uns mal ein bisschen Action suchen. Und dann kann ich euch endlich auch mal die Rüstung zeigen, die ich geschmiedet habe. So. Türe, öffne dich. So, Ferelden. Die Wächter finden. Los geht's. So, eine hastig gekritzelte von der Brieftaube gebrachte Notiz. Inquisitor, Hawks Wächterfreund ist hier irgendwo. Ist aber verschwunden, bevor ich mit ihm reden konnte. Der Kerl ist gut. Seid vorsichtig auf der Straße. Jede Menge Untote. Die Leute hier brauchen unsere Hilfe. Alles weitere, wenn ihr hier seid. Na wunderbar. Noch mehr Untote. So, ich hatte ja gesagt, wir nehmen Doriel mit. Barrick und Blackwall. Super. Noch mehr Untote. Das ist ja nicht so, als wenn wir einen Pfahlbruch schon genug kennengelernt haben, ne? Ja, ja. So, Blackwall. Die Gründung der Kirche. Sieh nach, welche deiner Fähigkeiten die Boni gegen Dämonen oder Risse im Nichts gewähren. Oh, meine Ohren. Oh, ich muss ja sagen, jetzt wird es ja wieder ein bisschen wärmer, ne? Also heute, glaube ich, haben wir irgendwas mit 23 Grad oder so. Und, ich freue mich schon überhaupt nicht mehr auf diese hohen Temperaturen. Weiß nicht, bin nicht so der Freund. Also so 23 Grad ist in Ordnung, aber auch mit ein bisschen Wind. Und heute ist hier so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Stille, also eine stehende Schwüle. Also, nicht besonders fein. Wenn das ein Bild vom Pfahlbruch, wenn das ein Bild von Kammwald ist, guckt euch mal die fetten Ketten da an. Was wurden da festgehalten, beziehungsweise festgemacht? Beim Erbauer.
Gehen wir mal spielgetreu hier bei mir, Bauer. Ja, nu, hopp. Mach, krach, 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 mach. Moment. Ich mag das ja nicht so gern machen, ins Mikrofon zu gähnen. Das überlasse ich Pilapop. Ja, hoffentlich sieht er das hier nicht. Krieg wieder Mecker. Oh Gott, schief. Ich habe jetzt gerade nicht so die Stimme zum Singen. Oh, Harding. Es ist schön, euch wohl aufzusehen, Inquisitor. Uns stehen ernsthafte Probleme bevor. Ah, das schaffen wir so. Ihr seid tatsächlich besorgt. Wenn ihr schon besorgt seid, sollte ich am besten gleich die ganze Inquisition alarmieren. Oder meine Gefahrenzulage erhöhen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist die Lage wirklich so ernst? Oh. Kamwald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Oh. Wenn wir mal die Chance dazu haben? Ich wünschte, wir könnten uns besser kennenlernen, Harding. Vielleicht, wenn sich mal nicht überall um uns herum die Toten erheben. Eher zerfällt die Welt zu Staub, als dass euch das Böse ausgeht, das ihr bekämpfen müsst. Vielleicht kann euch ja jemand in Kamwald erzählen, wie ihr den Riss im See erreicht. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Klar. Mach's gut. Da kommen unsere Verbündeten. So, Leute, ich bin jetzt aber mal so dreist. Ich beende mal die Folge für heute. In der nächsten Folge werden wir uns hier im Kammwald umsehen. Und ihr seht schon, was ich gebaut habe. Die Rüstung und die Axt. Obwohl. Moment. Moment. Waffe. Hahaha, ich habe die Sachen noch nicht mal ausgerüstet. Das sind nicht die Sachen, die ich gebaut habe. So. Das sind die Sachen, die ich gebaut habe. Diese wunderschöne Klinge und diese Rüstung. Die habe ich sogar umgefärbt. Wir können nämlich Rüstung umfärben. Das ist unsere Ausrüstung. Bam! Ja, Leute, auf jeden Fall. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Dragon Age Inquisition. Bis dann. Ciao.